Hallo zusammen, heute schauen wir uns diese vier Versicherungskonzerne aus Amerika an: United Healthcare, Cube, Old Republic International und RLI. Wir werden das abgeschlossene Geschäftsjahr miteinander vergleichen und am Ende werden wir sehen, wer hat die besseren Zahlen, und im Chart werden wir uns auch anschauen, in welcher Zone wir uns befinden. Viel Spaß mit dem Video. Hier haben wir die Old Republic International Corporation. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Ticker. Und diesen Ticker könnt ihr auch in der Trading-Software eingeben, dann sollte normalerweise diese Aktie rauskommen, denn das war in Amerika früher das Symbol für die kurzen Tickers, deswegen heißt es auch Ticker. Hier haben wir die Eigenkapitalquote und das Verhältnis zu langen Bindlichkeiten, das Betriebsergebnis. Da liegen wir unter 30 und unter 3. Das hier ist auf alle Fälle sehr gut. Hier liegen wir unter 30 Eigenkapitalquote, über 30 wäre besser. Wir werden später sehen, welche der vier Konzerne über 30% liegt. Profit Margin ist auch sehr gut, da bleibt ungefähr 8,11% über und am Ende werden wir sehen, wer die höchste Prozentanzahl hat von diesen vier Versicherungskonzernen. Das Preis-Sales-Verhältnis. Aktuell liegen wir mit dem Aktienkurs über den Umsatz pro Aktie um 0,20 Punkte und auch beim Buchwert liegen wir 0,38 Punkte drüber über den Buchwert pro Aktie. Aber hier sehen wir also den Buchwert. Und hier ist der aktuelle Kurs. Fällt die Aktie auf 22 runter, kaufen wir die Aktie zum Buchwert 1:1. Die langen Bindlichkeiten zum Eigenkapital sind auch geringer. Das Eigenkapital ist größer mit dem Verhältnis 0,25. Wir sehen hier den 5-Jahres-freien Cashflow, der Durchschnitt. Und wir sehen, dass wir unter dem 5-Jahres-freien Cashflow-Durchschnitt aktuell sind aus dem Geschäftsjahr 23. Und die Dividende ist von der Payout leicht bezahlbar vom freien Cashflow. Letzte Dividende war 0,97 Cent. Wichtig, dieser Versicherungskonzern zahlt auch regelmäßig Sonderdividende und das wurde in dieser History einkalkuliert. Zahlen sie seit 42 Jahren ihre Dividende. Payout zu den aktuellen Earnings per Share Trailing 12 Month der letzten vier Quartale ist 38%. Rendite haben wir 3,13% zum aktuellen Kurs 31 US-Dollar. Hier ist ein Rückgang von 14,20% bei Anno. Warum ist das so? Weil im Jahr 19 eine Sonderdividende bezahlt wurde. Und die hat die aktuelle Dividende gekürzt, obwohl im Jahr 23 hatten sie keine Sonderdividende. Darum lasst euch nicht abschrecken von diesen minus 14,20%. Das KGV mit 12,11 ist auf alle Fälle auch gut, wie die anderen Versicherungskonzerne aus Europa. Liegen wir ungefähr um die 10 und 13 KGVs, also ungefähr fast gleich. Der fairer Wert wäre 36 US-Dollar aus diesen beiden Werten und wir liegen aktuell unter dem fairen Wert. Das heißt, wir haben Luft nach oben. Nun schauen wir mal den Chart detaillierter an. Im Chart sehen wir auch hier, wir befinden uns über dem gleitenden Durchschnitt, was auf alle Fälle mal bullish ist. Auch über der Nulllinie befinden wir uns und auch MACD-technisch sind wir im bullischen Sektor und haben auch hier aktuell einen neuen Höchstkurs im MACD ausgebildet. Hier war es auch ein höherer Kurs, die 33 war der nächste Widerstand. Jetzt ist die Frage, bleiben wir über die 30,53, ist ein Widerstand, wird zur Unterstützung, war hier ein Widerstand, ist jetzt eine Unterstützungszone. Wir haben hier einmal drüber geschlossen, einmal drunter und nun wieder drüber wahrscheinlich. Weil wir haben ja nur noch ein paar Tage. Bleiben wir drüber, wäre das gut, wenn auch dann der Juni drüber bleibt, damit wir höhere Kurse sehen und den Fernwert antesten. Fällt der Kurs aber wieder runter unter den 28,50, haben wir diese Widerstandszone, wird zur Unterstützungszone. War schon mal hier auf Tagesbasis, Wochenbasis eine Unterstützung. Also wichtig. Und wir könnten auch dann, wenn der gleiche Durchschnitt weiter hochläuft, beim gleichen Durchschnitt aufdocken. Aktuell sind wir hier im Aufwärtstrend und wir finden uns unter dem Fernwert. Hier haben wir die RLI Corporation. Hier haben wir aktuell den Google Finance Sticker. Hier sehen wir auf alle Fälle mal Eigenkapitalquote über 30%. Keine langen Windlichkeiten, darum hier kein Wert. Auf alle Fälle mal sehr gut. Profit Margin mit 20,17%, auf alle Fälle mal sehr, sehr gut. Da bleibt auf alle Fälle sehr viel über nach Steuern und Zinsen. Aber das Preis-Sales-Verhältnis ist über 3 mit 4,33. Das heißt, wir kaufen die Aktie über den Dreifachen des Umsatz pro Aktie.
Und auch der Buchwert pro Aktie ist mit dem Faktor 4,6 3,6 mal über den Buchwert. Denn der Buchwert wäre 30,60 und der Aktienkurs 142 US-Dollar. Und großer Vorteil, 5 jahresfreie Cashflow ist geringer wie der aktuelle freie Cashflow, der ist aktuell höher. Und die Dividende payout-mäßig ist leicht finanzierbar vom freien Cashflow. Wir sehen hier die Dividende mit 3,04 US-Dollar, zahlen uns ja auch seit 48 Jahren ihre Dividende. Payout zu den aktuellen Earnings per Share ist 42%, Rendite 2,14% zum aktuellen Kurs. Fällt der Kurs runter, steigt die Dividendenrendite. Die Dividende wurde um 12,6% in den letzten 5 Jahren per anno gesteigert. Der fairer Wert aus diesen beiden Werten ist 70,60 US-Dollar. Das KGV ist auf alle Fälle gegenüber den anderen Versicherungskonzernen aus Europa und der Old Republic hoch mit 19. Und wir sind weit entfernt vom fairen Wert. Hier ist der Chart. Im Chart sehen wir auf alle Fälle auch, wir finden uns über den gleitenden Durchschnitt. Auch MACD-Technik sind wir über der Nulllinie, hier aktuell. Aber ich sehe, hier war der Höchstkurs vom MACD. Das neue Hoch wurde kein höherer MACD-Kurs ausgebildet, also eher wenig Kraft, um höher zu steigen. War hier auch ein Widerstand bei den 150 US-Dollar. Den haben wir mehrmals getestet. Kein Schlusskurs war drüber, alle waren drunter. Nun haben wir die 142,61. Schlusskurstechnisch haben wir noch ein paar Tage, aber wahrscheinlich werden wir drunter schließen. Das heißt für mich, wir können nun die 136 antesten, den alten Widerstand aus dem Sommer 2023. Hält die Zone, wäre das gut, schlusskurstechnisch. Hält sie nicht, können wir auf die 129 runterfallen. War auch im Sommer eine Unterstützungszone. Also mal sehen, was kommt. Auf alle Fälle Tendenz eher auf die 136. Falls euch der Content gefällt und ihr habt noch kein Abo auf meinem Kanal, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, denn umso mehr Abonnenten ich habe, umso mehr strahlt YouTube meine Videos an andere Zuseher aus. Und die bekommen dann auch meine wertvollen Informationen. Ich sag schon mal Dankeschön. Hier haben wir die United Health Group Incorporation. Hier seht ihr aktuell den Google Finance Sticker. Wir sehen hier auch eine Eigenkapitalquote über 30%. Operate Income, zu lange Bindlichkeitsverhältnis auch unter 3. Das heißt, hier haben wir auf alle Fälle eine sehr gute Kreditwürdigkeit bei diesem Versicherungskonzern. Profit Margin mit 6% ist aktuell von diesen 3 der niedrigste Wert aktuell. Das Preis zählt mit 0,21 Punkte, liegen wir über den Umsatz pro Aktie mit dem aktuellen Kurs bei 480 US-Dollar. Das Preis Buchwert mit 5, liegen wir das viermal über dem Buchwert aktuell. Der Buchwert wäre 95 US-Dollar, liegen wir viermal drüber. Aktueller Kurs 481 US-Dollar. Wir sehen auf alle Fälle, dass der freie Cashflow im 5-Jahres-Durchschnitt kleiner ist wie der aktuelle freie Cashflow. Ist auf alle Fälle sehr gut, denn umso mehr freien Cashflow, umso mehr Eigenkapital. Und wir sehen auch, Dividende ist auf alle Fälle Payout-mäßig vom freien Cashflow leicht finanzierbar. Dividende 7,21 US-Dollar, 33 Jahre habe ich herausgefunden, zahlen sie ihre Dividende. Aktuelle Payout zu den aktuellen Earnings per Share ist 44%. Aktuelle Dividendenrendite 1,5% zum aktuellen Kurs. 15,3% haben sie in den letzten 5 Jahren per anno ihre Dividende erhöht. Aus diesen beiden Werten, der faire Wert wäre 187 US-Dollar, KGV ein sehr hoher Wert mit fast 30 und der faire Wert, wie wir sehen, ist auch weit entfernt vom aktuellen Kurs. Nun schauen wir mal den Aktienkurs an. Hier haben wir den Aktienkurs von United Health Group. Wir sehen auf alle Fälle, MACD-technisch geht es abwärts. Dieser Höchstkurs war auch MACD-technisch höchster Wert. Der gleiche Höchstkurs wieder war ein niedriger Wert, sogar im negativen Bereich in der Korrektur. Wir befinden uns zwar noch über der Nulllinie, aber im Abwärtstrend. Das heißt für mich mal, laut Charttechnik, wir haben nun die 475 als Unterstützung, war hier im Sommer 2003 eine Unterstützung, immer schlusskurstechnisch, Monatsbasis. Wie wir sehen, sind die doch ja tiefer gefallen, bis auf 444,16 und auch im April waren wir so tief und dann ging es wieder hoch auf die 521, alles in der kleineren Zeiteinheit genauer sichtbar. Aber wir haben nun auch wieder eine negative Kerze, großer Docht, Körper ganz unten, ist für mich mal eher
geht's unter die 475 sehen wir die 444. Und wahrscheinlich, wenn es weiterfällt, werden wir irgendwann den Fernwert erreichen von ca. 200 US-Dollar. Also mal alles in der Korrekturphase abwärts gerichtet. Höhere Kurse sind wahrscheinlich nur kurzfristig, aber nicht langfristig haltbar. Hier haben wir die Cube LTT. Hier seht ihr auch den Google Finance Ticker. Wir sehen hier unter 30% Eigenkapitalquote von der Bilanzsumme. Hier der Faktor auf alle Fälle unter 3, sehr gut. Profit Margin mit 18,15% auf alle Fälle auch sehr gut, was überbleibt vom gesamten Umsatz. Das Preis-Sales-Verhältnis liegt mit dem Faktor 2,18, liegen wir 1,18 mal drüber. Das heißt, der Aktienkurs ist 100% über den Umsatz pro Aktie. Und auch Buchwert verhältnismäßig sind wir 0,8 Punkte über den Buchwert mit dem aktuellen Kurs. Denn der Buchwert wäre 144 US-Dollar und der Aktienkurs liegt bei 262 US-Dollar. 5-Jahres-freier Cashflow-Durchschnitt, da liegen wir aktuell drüber mit dem aktuellen freien Cashflow, ist auf alle Fälle sehr gut. Und die Dividende ist auch Payout-mäßig optimal, leicht finanzierbar, sogar Dividendensteigerungen sind hier sehr gut finanzierbar. 3,37 ist die Dividende, war im Jahr 23. 23 Jahre habe ich herausgefunden, zahlen sie ihre Dividende. Payout aktuell eben 15% von den aktuellen Earnings per Share. Vom freien Cashflow ist es auch circa unter 10% sogar. Und die Dividendensteigerung der letzten 5 Jahre war 3,3% per anno. Der fairer Wert aus diesen beiden Werten wäre 269. KGV mit 11 auch sehr gut, wie die europäischen Versicherungskonzerne. Also haben wir Luft nach oben zum Fernwert, aber nicht mehr viel, nur noch 7 Dollar. Hier haben wir die Cube LTT, den Aktienchart auf Monatsbasis. Wie wir sehen, haben wir hier eine Seitwärtsrange zwischen 210 und 185. Dann kam der Ausbruch in die nächste Zone, die 222. Dann ging es wieder runter. Hier haben wir getestet den Widerstand, hier dann wieder runter. Dann haben wir die Unterstützung getestet bei 185 und dann ging es wieder hoch über die 210. Dann ging es auch über den Höchstkurs. Das sehen wir hier, haben wir hier mehrmals getestet. Dann kam der Ausbruch, ist ein Kaufsignal und ging hoch auf 260 US-Dollar. Aktuell ist die Frage, wir liegen nun drüber mit dem Monatsschlusskurs, der noch 2 Tage ist. Bleiben wir drüber, wäre das gut. Wenn der Juni auch drüber bleibt, dann können wir hochlaufen auf die 272. Wird der Juni drunter schließen, geht es runter auf die 247. Und im schlimmsten Fall können wir auch diese Tiefkurse antesten bei 240 oder einmal die 235. Denn der gleitende Durchschnitt wird auch wieder schön nach oben wandern und dann haben wir auch den gleitenden Durchschnitt als Unterstützungszone hier. Und aktuell sind wir auch MACD-technisch auf dem bullischen Bereich wieder und wir haben auch hier einen höheren Kurs wieder ausgebildet, gleich hoch wie hier. Also mal abwarten, was der Juni macht, denn wenn der Juni unter 260 fällt, können wir auch hier wieder tiefere Kurse sehen. Hier haben wir mal die ganze Gesamtübersicht, alle 4 Konzerne. Eigenkapitalquote, umso höher, umso besser, das sehen wir auf alle Fälle, United Health Group hat hier die höchste Eigenkapitalquote, dann kommt die RLE Group, dann Cube LTT und dann die Old Republic International. Das Verhältnis langer Bindlichkeiten zum Betriebsergebnis, umso kleiner, umso besser. RLI hat keine langen Bindlichkeiten, darum ist hier der Wert optimal. Dann kommt Cube LTT, dann kommt Old Republic International und dann United Health Group. Profit Margin, umso höher, umso besser. Da liegt RLI Group sehr gut mit 20, dann kommt Cube LTT mit 18, dann Old Republic International und dann kommt United Health Group mit 6%. Das Preis-Sales-Verhältnis, umso niedriger, umso besser. Da ist auf alle Fälle mal Old Republic International sehr guter Aktienkurs. Auch United Healthcare hat einen sehr guten Aktienkurs zum Umsatz pro Aktie. Dann kommt Cube LTT, da liegen wir mit dem 100% drüber und hier liegen wir 300% drüber bei der RLE Group. Das Preis-Buch-Verhältnis umso kleiner, umso besser. Hier haben wir die Old Republic International, dann die Cube LTT, dann RLE und dann United Health Group. Das KGV umso kleiner, umso besser. Das sehen wir auf alle Fälle. Cube hat ein sehr gutes KGV. Dann kommt Old Republic. Und dann kommt RLI. Und dann United Health Group. Diese auf alle Fälle aktienkurstechnisch sehr teuer.
Dividendensteigerung. Hier haben wir zwar einen negativen Wert, aber da wurde auch die Sonderdividende einkalkuliert. Dann haben wir hier eine Steigerung von 15%. Ist für uns passives Einkommen auf alle Fälle sehr gut, aber der Aktienkurs ist sehr teuer. Dann kommt hier mit 12 die RLI Cube und dann die Cube mit 3,4%. Payout zum aktuellen Earnings per Shares, trailing 12 Month. Umso kleiner, umso besser haben wir mit 14. Das heißt, Cube LTD könnte die Dividende auf alle Fälle gut steigern. Dann die Old Republic Group hat auch eine sehr gute Payout. Dann RLI Group und dann Community Health Group. Liegen hier über 40%. Dividendenrendite zum aktuellen Kurs. Umso höher, umso besser. Hier haben wir 3,13% ohne Sonderdividende. Dann haben wir hier 2,14%, hier 1,5% und hier 1,3%. Auf alle Fälle geht schön runter, 1, 2, 3, 4. Fairer Wert, welche Aktie liegt am nächsten am fairen Wert? Da sehen wir auf alle Fälle mal hier mit 4 Dollar Unterschied die Old Republic, dann kommt die Cube LTT. Bei diesen beiden sind wir weit entfernt über 100% drüber. Das heißt, diese sind auf alle Fälle sehr teuer. Und die Old Republic International und die Cube LTT sind auf alle Fälle in der Nähe des fairen Wert, was auf alle Fälle sehr günstig ist. Auch KGV-mäßig sind sie alle sehr gleich und auch fast gleich identisch wie die europäischen Aktien der Versicherungskonzerne. Was sagt ihr aktuell zwischen 4 Aktienkonzernen aus Amerika? Welche habt ihr im Depot und welche habt ihr noch nicht gekannt? Ich freue mich auf eure Kommentare. Hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß am Anschauen.